Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Heute sind wir bei Folge 2 bei der Hannover Challenge. Beim letzten Video waren wir beim SV Odin und da haben wir, da ist halt ein Fehler passiert. Da haben wir Marathon zum SV Odin dazugezählt und jetzt stehen wir vor dem TuS Marathon, ne? So ist es. Genau, aber hier spielt nicht nur TuS Marathon, sondern noch drei weitere Vereine. SC Polonia. Nils, was gibt's da noch? Einen italienischen Verein aus Hannover. Ich kann es, glaube ich, nicht ganz so gut sagen. Figli Italia, sorry für die falsche Aussprache. Und Bosna. SV Bosna. Sandsack. Sandsack, wie gesagt, sorry für die Aussprache. Genau, dann würde ich sagen, wir schauen uns kurz mal nochmal das Gelände an und dann gehen wir zum nächsten Verein. Und natürlich das obligatorische fast vergessen. Foto. Fast vergessen. Ich krieg das Schild nicht mit drauf. Okay. Warte, sieht das gut aus? Nein, Mann! Nochmal! Warte, ich muss genau so. Okay. Der Kollege macht im Vlog einen Vlog. Ich mache einen Vlog von euch. Und ihr guckt geil. Mich an. Ist natürlich geil, mit Sony. Ja. Keine Sony. Werbung. Sony Mafia. Nils, was hast du hier entdeckt? Ultras Polonia Wiesbaden. Hier in Bundesliga. Interessant. Ja. Aber ich habe Tippico gespielt bei der EM, das zählt. Super interessant, ja. Das war das Trainings. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Verein. Nils, weißt du, wo wir als nächstes hingehen? Richtung Stöcken. Jetzt geht es Richtung Stöcken. Und da gab es einen Verein, der hat uns ja auch eingeladen zu sich. Nils, weißt du noch, welcher Verein das war? War das? Kleeblattstöcken! Kleeblattstöcken, wir sehen uns! Timo schon mal. Werbung. Leo mag 1. Wir machen keine Werbung für andere. Soll das raus? Was hast du vorhin gesagt? Ich habe gesagt, ich mach schon genug Werbung hier. Okay. Ein friendly reminder von Pascal Carouche, das ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsfotograf aus Deutschland. Fotografiert die 187 Straßenbande und hat früher Snoop Dogg fotografiert. Hier auf dem Rücken. Kann man noch ein paar Bilder sehen irgendwie. Ja. Und das T-Shirt gibt es auch noch bei ihm. Und Fotobücher. Okay. Geiler Typ. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Yay. Yeah, yeah. Rein oder was? Ja, steigen. Können wir einsteigen? Können wir erstmal einsteigen, ja. Halt dich an der Stange. Wir sind immer noch auf der Suche nach Kleeblattstöcken und ich muss euch etwas zeigen. Hier. Was ist hier? Ja. Da war ich vor 30 Jahren einfach im Kindergarten. Ich gehe an meinen Kindergarten vorbei. Tja. Ich erwarte einen Kommentar dazu. Voll interessant, Bruder. Genau. Grüße gehen raus, falls mich immer wieder noch jemand erkennt hier. So, und wir machen uns immer noch auf den Weg mit dem Pyromann. Wir suchen nach den Pyros. Vielleicht sind die bei Kleeblattstöcken. Im Zaun versteckt. Im Zaun. Was sehe ich da? Jetzt ist dein Part, Alter. Ich bin hier neben Eck. Jugendzentrum Opa Seemann sehen wir da. Okay. Kleeblattstöcken hat uns eingeladen. Auf Instagram. Mal schauen, ob uns hier jemand begrüßen wird. Okay. Bezirksliga Hannover haben sie einfach mal so übergeklebt. Und Fanszene 1907 von Linden, ne? Ja. Oh. Die Konkurrenz war hier. Nils zuckt jetzt seinen Kleeblattstöcken-Sticker raus, um das zu überkleben natürlich. Na klar. Verein Nummer 5, also wir waren ja erst bei TuS Marathon, aber da sind ja insgesamt 4 Vereine, jetzt Kleeblattstöcken ist der 5. Verein. Und einmal das obligatorische Foto. Super, aber ich glaube hier in der Nähe gibt es noch ein paar Vereine. Ich weiß auf jeden Fall, Damlagenc ist hier in der Nähe und das war mein erster Fußballverein. Ich weiß gar nicht, ob die existieren. Hast in der Liste, waren die überhaupt dabei? Ich glaube, ich habe sie noch auf der Liste, ja. Okay, wir werden mal gucken, ob die noch existieren. Ich
Was sind das denn für Vögel? Sind die Stress oder was? Was willst du denn? Das ist kein Hund. So, ich glaube, wir wollten eigentlich zu einem Fußballverein. Ja, richtig. Wir stehen jetzt vor Jan Mosaik und ich bin etwas verwirrt. Ich dachte eigentlich, Damla Gensch ist da. Gibt es den Verein überhaupt noch? Schreibt es runter in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst. Jawohl, und wieder das obligatorische. Hier ist übrigens das Logo. Immer diese Groundhopper. Vorhin haben wir die Enten gesehen und wenn ihr euch erinnert, im ersten Video, als Timo das Auto gefahren hat, haben uns ja die Enten den Weg versperrt. Kreist und zingelt. Und gerade haben wir die Enten gesehen. Und was noch krasser ist, jetzt macht alles einen Sinn. Hinter uns ist die Entenfangschule. Wir haben den Beweis. Es gibt die Illuminaten. Es macht alles einen Sinn. Es ist alles die Matrix. Alles hat mit Enten zu tun. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Wir gehen jetzt Richtung TuS Mecklenheide und ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Wo ist Damla Gensch? Wo ist Damla Gensch? Schreibt es in die Kommentare. Wo ist mein Fußballverein, wo ich Fußball gelernt habe zu spielen oder wo ich es versucht habe zu lernen? Tja. Ich glaube, die Enten sind schuld. Es liegt an den Enten. Es liegt an den Enten. Die Enten haben den Verein geklaut. Hänsel Riedel, das kommt mir auch bekannt vor. Hier war meine Grundschule. Warum bin ich aus Stöcken über Boss gezogen? Es ist soweit. Wo sind die Enten? Wo sind die Enten? Wo sind die Enten? Die können enden. Ich muss die filmen, nicht, wie ich dir eine Sprachnachricht schicke an meinen Verlobten. Ne? Das ist jetzt neu, ich habe mich verlobt. Ich habe schon gratuliert. Ja, das stimmt, du hast auch geschrieben. Steckt das Kokain irgendwo anders? Ja. So. So, apropos Wasser trinken. Da gibt's doch Bierchen. Bier. Nur Wasser trinken. Nur Wasser? Ja. Oder Harry, ne? Weil Hannover ist auch. Aber das ist sehr herb, ne? Das ist so ein 04er. Stay hydrated. Ja, du? Ich nehme das auch. Grüße gehen raus an Erin. Bruder, jetzt aber nicht durchdrehen, ne? Das ist nichts für Anfänger. Danke dir, Mann. Dürfen wir hier die Grundform hier lassen? Das ist sehr lieb, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, schönes Wochenende. Dankeschön. Dir auch. Ciao. Ciao. Mach's gut. Ciao. Die Centform drin. Das ist geil, weißt du was? Prost. So, Prost. Warum? Leute, ihr wisst ja, ich habe früher in Stöcken gelebt. Und noch so ein interessanter Fakt. Hier hinten, das war früher ein Kiosk, der hat mein Vater gehört. Und jetzt nach, keine Ahnung, 30 Jahren laufe ich wieder diese Straße entlang, wo ich immer nach der Schule war. Ja, das ist ein sehr schöner Moment. Auf jeden Fall sehr emotionaler Moment und es ist kein Kiosk mehr. Genau wie Damla Gensch. Was passiert in Hannover? Die Enten. Überall. Die Enten. Illumienten. Alles fängt in Enten. Hey. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon wusstet, aber ich habe hier damals in Stöcken gewohnt. Und wo? In Stöcken. Ach ja. Und hier, ich weiß nicht, ob das noch ist, da ist ein Zahnarzt. Und damals habe ich als Kind gedacht, dass Jürgen Klinsmann der Zahnarzt ist. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er es auch wirklich ist, aber er war es nicht. Leute, schaut euch mal diesen Bolzplatz an. Sehe ich in Hannover zum ersten Mal.
Bolzplatz aus Kunstrasen. Danach hast du Rücken. Ich sag's dir, wie es ist, der, ja? Feder hat beschissen. Ich habe ja noch nie so auf so einem Ding gespielt. Aber Flitzer, 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 halt. Flitzer! Ich mach Challenge, wie viel Bier kann ich trinken und treffe das Tor noch. Gute Idee, wirklich. Ich will dich einladen. Wirklich, gute Idee. Prost. Wir sind immer noch hier auf diesem Fußballplatz und hinten findet ein Fotoshooting statt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier ein super Bolzplatz mit Kunstrasen. Also wie gesagt, ich habe das in Hannover das erste Mal gesehen. Das müsste es öfters in Hannover geben. TuS Meckenheil. Danke fürs Sponsoren. Ja. Da sind wir, bei TuS Meckenheide. Endlich angekommen, viel durch die Sonne gelaufen und und einen super Bolzplatz entdeckt. Das stimmt, ein paar Shots gemacht. Etwas verschwitzt jetzt, also wollen wir mal das obligatorische Foto glänzend, glänzenden Stirnen machen. Wunderbar. Super. Vespa an deiner Hand, um das zu öffnen. Ja. Verein. BV Werder. Auf dem Weg zu BV Werder gehen wir noch durch einen Dschungel. Mach ich. Shoutout gehen an meinen Friseur Vassim. Ja, Goethe-Kreisel, Salon Samir. Komm aus dem Urlaub zurück, bitte. Ich muss wieder Seiten auf Null machen. Nice! Immer diese Groundhopper hier. Was ist denn da? Linden. Linden 07, Alter, die sind überall. Wir sind angekommen. BV Werder. Also ich muss sagen, von den Vereinen, wo wir bisher waren, ist das jetzt so das modernste Trainingsgelände, oder, ja. Nils? Ja. Was denn? Absolut, ja, das ist schon schön modern, also schön aufgebaut ist. Schön aufgebaut, du kannst mal von der Terrasse selbst gucken. Also. Ja, Trainingsplatz. Hier wird es 100% Würstchen schön geben, Grillplatz. BV Werder, hier hat Gerald Asamoah gespielt. Und ein alter Schulfreund vielleicht, wenn du zuschaust, Enea, ich grüß dich. So, dann das obligatorische Selfie vor dem Logo. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber... jetzt ist der Wurm. Seit Kleeblattstöcken gehen wir zu Fuß. Wir haben noch keine Bahn benutzt seitdem. Aber wir sind fitte Leute, auf jeden Fall. Wir müssen uns vorbereiten auf die neue Saison. Ihr wisst ja, braucht uns weg. Richtig und wichtig, wie Elias immer schön sagt. Ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber in Stöcken waren wir im Kiosk und da standen sie auch so lange vor den Getränken. Also, willst du überhaupt was? Das ist ja logische Konsequenz, ne? Oh nee, Digga, das habe ich mir letztens geholt. Ja, komm, lass holen, aber. Nee, ich will eins, was gestanden hat. Alle unter 18, die zuschauen, also Bier ist nicht gut für die Gesundheit. Das absolut, ich würde es komplett lassen. Erwähnen. Ich würde es wirklich komplett lassen. Ich möchte nichts. Ich bin auf Diät. Ihr wisst, Bauch muss weg. Heute ist Cheat Day. Bauch muss weg. Arme müssen her. Was sagst du? Dauert es nicht schon? Nee, heute nicht. Wir haben hier einen Abonnenten getroffen. Einfach beim Rewe. Ja, weil wird doch bald los wieder. Ja, Gott sei Dank, endlich. Ja, richtig gut. Bruder, hat mich gefreut. Ich wünsche noch einen schönen Samstag. Ciao. Wir waren jetzt gerade beim Rewe. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass es überhaupt ein Zentrum gibt. Sehr nice.
Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Einholz, VF, oder? Wie heißen die? Was sind sie denn? Ich habe da sogar selbst zwei Spiele Heinholz, gespielt. Heinholz. Ja, ich weiß Heinholz, aber ja, wie heißen die genau? Keine Ahnung. Ja, sorry, aber ja, wir gehen jetzt einfach zu Heinholz, steigen jetzt in die Bahn ein wieder, nach langer Zeit, bisschen die Füße ausruhen. Und auf dem Platz von Heinholz gibt es auch mehrere Vereine. Ja. Schöne Grüße an Klatsche Hannover. Wir trinken mal ein Lindner Spezial. Das probieren wir auch mal aus. Mal gucken, wie es ist. Und? Was sagt der Bierkenner? Gut. Auch nicht mehr so geil. Perfekter Kreis. Platz auf den Weg. Müssen wir raus? Ja. Raus. Jetzt raus, echt hier. Schon wieder ein Fotoshooting. VFV. Okay. Wir stehen jetzt vor dem VFV Heinholz und hier trainiert auch der Bonny SC Hannover und genau SV Herakles Hellas. Herakles Hellas. Yesas. Grüße an alle Griechen, die zuschauen. Ja, schöne Grüße an die griechischen Fans und Zuschauer. Tienete, ena sigaro parakalo, habe ich schon bekommen, habe ich mir selber gekauft, danke. Jawohl, genau. Und dann wollen wir natürlich das Foto nicht vergessen. Genau, das Foto dürfen wir natürlich nicht vergessen. Klatsche, ich hoffe, du guckst zu und verfolgst uns. So. Perfekt. Wo geht es jetzt als nächstes hin? Als nächstes geht es, glaube ich, sogar schon Richtung Borussia Hannover, tatsächlich. Borussia Hannover, ich weiß ja nicht, ob ihr schon wusstet, aber... Ich habe bei Borussia Hannover gespielt und jetzt gehe ich wieder dahin. Die haben vermutlich sogar noch meinen Spielplatz. Spielerpass. Spielerpass. Ja, egal, scheiße. Ich schneid's einfach raus. Also so langsam kann ich wirklich nicht mehr. Guck mal, du musst immer so denken. Schmerz existiert nur in deinem Kopf. Die Illumienten möchten dir einbläuen, dass du Schmerz empfindest, aber... Das gibt es doch nicht. Wie wird's damit? Das war übrigens kein Scherz. Also ich kann wirklich nicht mehr gehen. Wir versuchen jetzt irgendwie zur Bahn zu gelangen. Und dann machen wir Finale. Bei Borussia Hannover. Borussia Hannover. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber da habe ich auch gespielt. Und da ist heute der Saubermann-Pokal. Der Saubermann-Pokal ist heute Saubermänners-Pokal oder wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir wollen ja nicht päpstlich als Papst sein. Oh Gott, das und war uns quasi spannend. Da gibt es heute ein Turnier und da machen wir heute unsere Tour auch finito. Wir sind jetzt hier beim Niedersachsenring und warten hier auf die zwei. Richtung, alter Heide! Wir sind jetzt am großen Kolonnenweg ausgestiegen und machen uns auf den Weg Richtung Borussia Hannover, aber heute ein... Oh Mann, das war so perfekt. Wir sind jetzt beim großen Kolonnenweg ausgestiegen und machen uns auf den Weg zum SV Borussia Hannover. Dort findet heute ein Turnier statt, nämlich der Saubermänner-Cup. Saubermänner-Cup. Richtig sauber. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich habe bei Borussia Hannover gespielt. Vielleicht habe ich das noch nicht erwähnt. Nee, oh mein. So, da wären wir bei unserem letzten Spot, bei meinem Ex-Verein Borussia Hannover. Was fehlt zum Schluss? Genau, das letzte Foto für heute, also das letzte Selfie. Dann wollen wir uns mal den Saubermänner-Pokal genau anschauen. Wir gehen jetzt rein, schauen uns das Turnier an. Ich blende noch ein paar Szenen hier ein und ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Like da lassen, schreibt gerne rein, welche Vereine wir in der dritten Folge besuchen sollen. Wir sehen uns.
Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis bald. Mach's gut, ja. So ist es. Gut, was haben wir denn jetzt bezahlt, Nils? Geld haben wir bezahlt. Und wir bekommen jetzt aber Spaß. Ja. Ja, das will ich doch hoffen. Noch zwei Spiele, ne? Also 16 Uhr und 18 Uhr. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Oh, da gibt's einen. Wir haben Stadion. Ja, zeig mal, wie sieht denn das aus? Ja. Saubermännerpokal. Deine Karte. Zweiter Saubermännerpokal. Gib mich Karte. Stark. Ein Geheimtipp gibt es hier von mir. Und das ist Bier. Bier. Schieß, Junge. Weiter, Pile. Jetzt macht der Zehner. Ja, der muss kommen. Sauber. Sauber wie die Saubermänner. Ein schönes Tor. Das ist schon eine... Ja, mit diesem Tor schließen wir den Vlog einfach mal ab. Mit der Scooter-Tormusik. Nils, wie heißt der Verein von deinem Cousin? TSV Gottzorn. Okay. Das war jetzt die Musik. Das war das Tor für den TSV Gottzorn. Aber wir wissen nicht, wie viel genau steht, weil wir erst Mitte der zweiten Halbzeit gekommen sind. Goal, 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 goal. Jetzt hören wir's. Und weiter? Goal, 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 ja.